So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir das Familiensortiment Spacewalk mit 200 verschiedenen Einzelteilen. Das größte Teil davon sind natürlich Knallerbsen und Jugendfeuerwerk. Wir machen aber jetzt mal die Bodenwirbel und die Böller und natürlich die Raketen. Und ich würde sagen, packen wir das einfach mal aus, wirfen einfach mal alles auf den Boden. Also hier haben wir einmal die Raketen. Einfach alles auf den Boden. Und von den ganzen Sachen werden wir die Böller machen. Also es sind A-Böller enthalten, Pyro-Cracker, die Blizzard-Knaller machen wir. Dann die Koboldkreisel, nochmal Koboldkreisel in einem anderen Design, die Color Spinner und wo haben wir die? Ne, das war's schon. Und die Knallerbsen und Wunderkerzen, die sparen wir uns. Viel Spaß! So, als erstes machen wir die Cut 1 Sachen. Ich würde sagen, wir starten hier mit dem Koboldkreisel. Machst du einfach mal zwei Stück zum Testen. Ja, nimmst du einfach mal zwei Stück raus. So, also der Koboldkreisel, der erste. Ja, sehr schwach. Dann den zweiten. Ja, der hat sich leider nicht gedreht. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Koboldkreisel. Machen wir auch wieder zwei Stück. Kannst du aufreißen. Und dann testen wir die mal. Das Set besteht größtenteils nur aus Cut 1 Artikeln. Aber wir testen sie einfach trotzdem mal. Kann ja sein, dass die irgendwie gut sind. Deswegen los geht's. Koboldkreisel packen 2. Also drehen sich auch nicht wirklich. Ja, eher schwach. Dann würde ich sagen, machen wir den letzten Bodenwirbel, und zwar die Color Spinner. So, jetzt die Color Spinner. Okay, der ist leider ausgegangen. Color Spinner, der erste ist leider ausgegangen. Schade, auch der hat sich leider nicht gedreht, aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Böllern. Okay, als nächstes machen wir die Blizzard-Knaller. Alles von Komet, machen wir zwei Stück. Das ist ein Reibkopfknaller, müsste das sein. Ja, genau. Klassische Reiber kennen wir, ja, das sind die blauen. Die kennt man ja. Haben so einen roten Vorbrenner. So, ich würde sagen, wir fangen an. Los geht's. Ja, ging jetzt, war jetzt nichts Atemberaubendes. Ja, geht so. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Pyro-Cracker, machen wir auch wieder zwei Stück. Das sind noch die grün-weißen. Und los geht's, Pyro-Cracker. Er sollte lauter sein. Nee, war jetzt auch nicht lauter als der Blizzard-Knaller. Boah, die waren ja mal mega schlecht. Und dann haben wir noch die China-Böller A. Darfst du dir auch mal zwei nehmen? Also wenn der jetzt nicht lauter ist, dann wundert es mich wirklich. Boah, und stauben auch richtig, die Tonerde. So, China-Böller A. Wirf die mal ein bisschen weiter vor. Ja, da war ein bisschen besser. Und den letzten. Naja, nicht wirklich gut. Dann machen wir mal die Raketen. So, jetzt die Raketen. Wir fangen an mit der Comet Escalade.
die war ja mal richtig schlecht. Aber muss man auch bedenken, 4 Euro, also ein Set für 4 Euro. So, jetzt kommt die, wie heißt die? Die Catera. Wird wahrscheinlich auch nicht, auch kein Zerleger haben, denke ich mal. Ja, hat so einen Bieneneffekt. Naja, die anderen werden, denke ich, auch kein Zerleger haben. So, jetzt die lilane Hornet. Die soll wohl Blinker haben. Ja, kein Zerleger, das sind Schüttraketen. Und nochmal eine von der lilanen Hornet. Ja, die hat so ein bisschen geplatscht. So, jetzt machen wir die grüne Inferno. Oh, die ist jetzt sehr weit nach oben geflogen, aber auch kein Knalleffekt. Und die letzte. Ja, also leider alles Schüttraketen. Das Set für 4 Euro, die Böller waren schlecht, die Raketen waren schlecht. Keine Kaufempfehlung. Wenn ihr es trotzdem testen wollt, wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen, haut rein.